Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Ich bin der DarkStarGamer Yu und wir haben im letzten Part den Blood Cup abgeschlossen. Ich bin jetzt ein wenig genervt, weil ich in der letzten Strecke war und auf einmal zeigt mir mein PC an. Festplatten, Datei, Speicherplatz, Dings da, nicht mehr ausreichend. Und dann darf ich jetzt den Part einfach nochmal aufnehmen. Ja, egal. Wir nehmen jetzt einfach mal... Tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Ich hoffe jetzt mal, ich kann trotzdem noch eine einigermaßen akzeptable Leistung abgeben. Ich war halt auch 3 Sterne und so. Auf jeden Fall macht den Anfang Tic-Tac-Trauma vom DS. Die Strecke ist an, definitiv an die, an die Tic-Tac-Traumerei oder so. Moment, heißt, naja, irgendwie so hieß das auf jeden Fall, an den Kurs aus Mario 64 angelehnt. Und wir haben gleich mal ein schönes neues Item aus dem Spiel, welches wir, glaube ich, auch schon des Öfteren hatten, den Bumerang. Ganz schön finde ich es hier, wie die das Flugzeugzeug da, verwendet wurde bei den Zahnrädern. Ganz nett ist auch, dass man jetzt nicht wirklich von den Zeigern da mehr blockiert wird, sondern auf den Stunts ausführen kann, hier auf den da vorne. Auf der Mitte ist dann halt auch ein Item. Ui, Stunt ausgeführt. Und hier diese Pendel, die tun einen nicht mehr wirklich aufhalten, weil man halt nicht weggeschleudert wird. Man wird halt nur wirklich, wie wenn man gegen eine Wand gefahren ist, kurz abgebremst, aber die nehmen halt einem nicht wirklich den Speed weg. Hier auf den Zahnrädern kann man bei den Zähnen, nenne ich es jetzt mal, immer so einen schönen Stunt ausführen. Hier links noch schnell die Abkürzung nehmen, dann hier am Ende wieder auf diesen Rädern Stunt ausführen. Hier oben finde ich ganz nett, wie jetzt einfach das Ziel so ein riesiger Wecker ist, mit dem man durchfahren kann. Da hinten eine lateinische Zahl, ich glaube, das ist eine 7, wenn ich mich nicht täusche. Hier auch auf dem Pendel, wie der Blitz da drauf ist. Was einem halt nochmal zeigt, yeah, Blitz Cup, jetzt geht's hier los. Da links diese Konstruktionszeichnungen und ein Blooper, der nicht dazu gehört. Die Strecke mochte ich nicht wirklich auf dem DS und mag ich jetzt auch nicht wirklich mehr. Ist schon verbessert, aber finde sie trotzdem noch ein bisschen unnötig. Aber sie hat mehr eine Daseinsberechtigung als die Autobahn. Trotzdem sind wir jetzt noch Erster geworden und ich wusste, dass das kommt. Dass ich aus Versehen auf die Highlights klicke, aber egal. Wir möchten das jetzt alles hier ganz schnell beenden, damit ich schlafen gehen kann. Nein, natürlich nicht. Jetzt kommt die Röhrenraserei vom 3DS. Da finde ich es ganz interessant, wie hier vorne diese, wie heißen die, ich glaube Piranha-Schnapper oder so, auf dem Weg rumliegen. Hier in der Piranha-Pflanze kann man ein paar Münzen einsammeln, wenn man sich nicht allzu blöd einstellt. Das ist so eine wunderschöne Kanalisation. Und war Luigi getroffen. Das muss bitter sein. Mit 2 Bananen, die um einen rumschwirren, vom roten Panzer getroffen werden. Noch bitterer wäre es natürlich vom grünen Panzer, aber wow. Ah, jetzt fällt mir was ein. Ich hatte so einen wunderschönen Moment, als ich das vorhin aufgenommen habe. Zwar bin ich kurz vor dem Ziel, habe ich eine Banane geschmissen und die ist gegen eine Beleuchtung beim Tic-Tac-Trauma da geflogen und ich bin direkt reingefahren. Das war... Schon, das muss man schon können. Egal. Hier natürlich am besten immer auf den Wasser lang sliden, weil das einem einen zusätzlichen Schub gibt. Die Unterwasserpassage da, die gleich kommt, haben sie auch verändert. Die wurden mit einer Antigravitationsphase vermischt. Das Licht da rechts finde ich ganz cool. Hier oben? Ach, Mann,
Im letzten Part habe ich das so wunderschön. Wow. Ich sehe nicht gerne fleischfressende Pflanzen von ihm. Und Klatsch. Das Licht da drin finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Und hier vorne auch dieses Castle. Glaubt, die Paracoopers sind irgendwie random, weil im letzten Part war da noch ein blauer Paracooper. Zudem hatte ich auch was gesagt, und zwar, der kam ja auch nie in irgendeinem Spiel vor. Ich finde es schade, dass die Goombas gar keine Items mehr geben. Die haben früher, die haben früher ja immer einen Pilz gegeben, wenn man sie getötet hat, aber es soll jetzt vermutlich wieder sowas sein wie: Töte keine netten Gegner, sonst töten die dich oder sowas. Keine Ahnung. Es soll zum Töten nicht sein. Irgendwie sowas. Deutsch. Gebt mir Wörter, Mann. Ich finde es interessant, dass man jetzt wirklich von unten nach oben fliegt. Und nicht wie früher von mehr oder weniger oben nach unten. Das liegt aber vermutlich auch daran, weil man sonst diese Abkürzung durch den Zaun nutzen konnte, ohne einen Pilz zu haben. Ah, schaut euch die Augen von meinem Bidibab da an. Ich weiß nicht, wie heißt das Ding? Pünktchen heißen die, glaube ich, wirklich. Pünktchen. Schaut ihn euch an mit seinen gelben Augen. Jetzt kommt Vulkangrollen von der Wii. Die Strecke hat hier einen gravierenden Glitch am Anfang. Man konnte auf dem Felsen da links rumfahren. Und dann wurde das immer als eine Runde gewertet, wenn man eine Runde um den kleinen Felsen gefahren ist. Das wurde rausgenommen. Ich glaube zumindest, aber nicht der Felsen. Der Felsen ist noch drin. Ja, Koopa. Der Münze, da passt das ja. Hier die Lava. Zu Lava in Videospielen generell. Die ist mir meistens immer zu grell. Die aus Mario Kart 64, die war ganz schön. Die war so dunkel. Also zumindest die Textur halt. Die war zwar sehr verwaschen und so, aber die sah realistischer aus als hier, diese gelbe Grütze. Ich kenne mich ja jetzt nicht so aus mit Lava, aber trotzdem. Ganz nett ist, dass die Vulkane, dass man jetzt wirklich sieht, wie die ausbrechen in so einem gewaltigen Schub da. Was? Wer hat das? Hier diese Feuergegner kommen ja auch in New Super Mario Bros. Wii und U, glaube ich, auch vor. Auf dem DS kam sie, glaube ich, auch vor. Ich weiß nicht mehr. Bin mir nicht mal so ganz sicher. Ja, ist ja blöd. Und die sterben. Ist ja blöd. Sehe ich mal den anderen Weg hier. In dieser Grotte. Die sieht jetzt so aus wie so irgendwie Salzstein oder sowas. Nein. Wow. Wie habe ich das nur geschafft? Da ist gerade ein blauer Panzer explodiert. Wunderbar. Dann bin ich ja nicht mehr so weit entfernt von meinem ersten Plätzchen. Ich liebe Plätzchen, die sind lecker. Ganz lustig finde ich es bei dem Kart, was ich hier fahre, wenn man irgendwie... Ah, Mist, das war blöd. Wenn man irgendwie so ein... Oh Mann. So einen Schub kriegt, wieder dann mit den Flügelchen da schlägt. Wir sind auf Platz 3 und der erste ist Waluigi, der Arsch. Der war ja bei Mario Kart 7 nicht dabei. Ich frage mich immer noch, wieso. Den hätte man wenigstens reintun können, im Gegensatz zu Honigbienenkönigin. Ich meine, wer brauchte die? Aber ich will die Honigbienenkönigin jetzt nicht zu Unrecht verurteilen. Ich meine, sie hat schon genug Hater. Ah, bin ganz schwarz. Oh nein, Rassismus. Ah, nicht ins Feuer fahren. Das Feuer sieht in dem Spiel im Übrigen extrem gut aus. Nein. Jetzt über. Ach Mist, jetzt habe ich nicht den anderen Weg gezeigt. Egal. Ich will trotzdem noch Erster werden. Ja. Yo, Bitches. Ich bin voll geil. Die Strecke bröckelt ja wieder. Wie es auch schon auf der Wii war. Ich glaube, die Teile verschwinden jetzt schneller. Und. Lasset einen in die Dunkelheit der Lava! Obwohl das in dem Spiel nicht so extrem ist, weil Lakitu einen schon viel früher wieder hochholt. Und da wären wir auch schon bei der letzten Strecke. Dem Regenbogen Boulevard vom Nintendo 64. Die Strecke finde ich besonders cool, weil sie so schön gold aussieht. Ich bin ja echt eh so ein
Typ, der mag voll goldene Sachen und so. Das ist natürlich das reinste Paradies für mich. Die Musik auch. Die ist so. Als ich den Part das letzte Mal aufgenommen habe, waren die Ringe genau andersrum. Da. Die Strecke wurde extrem verkürzt. Wow. Beim N64 musste man da, glaube ich, 2 oder 3 Runden fahren. Und jetzt wurde das einfach in eine Abschnittstrecke umgebaut. Die Kettenhunde rasen jetzt nicht mehr auf der Strecke rum, sondern versuchen einen durch ihre Wellen, die sie in die Strecke bauen, Steine in den Weg zu legen. Was meistens nicht so gut klappt, weil man auf denen halt auch noch Stunts ausführen kann. Ganz nett ist auch unten diese Stadt, die wirklich detailreich aussieht. Ich habe sie mir noch nie wirklich angeguckt, aber ich weiß, dass da ein paar Pilzhäuserchen sind. Oder der Zug da sind ein paar meiner Freunde, der Toads, drauf, die mir ab und zu mal Geld zuschmeißen. Das ist wie, keine Ahnung, Zahltag. Oder sie machen einfach so, ja, Putz. Ah, noch ein verrostetes Geldstückchen da. Hier kannst du haben. Ne? Ein paar Almosen, Dankeschön. Eine Spende für die Armen, bitteschön. Wie der Zug aber auch abdüstern will, wenn sie geldlos geworden sind, ne? Das ist ja, ne. Das Feuerwerk ist auch ganz nett gemacht. Im N64 war es ja wirklich so, dass dann nur so Neonfiguren einfach sich in den Bildschirm gebrannt haben. Jetzt sind es aber wirklich so schöne Feuerwerk-Dingsels da. Der Mond da oben. Und wir haben auch diesen Cup mit den 3 Sternen abgeschlossen. Ich weiß nicht, was mit mir abgeht. Wieso ich bei den neuen Strecken sowas von zacke und hier einfach nur abgehe. Wie nichts. Aber damit wären wir auch schon wieder am Ende von diesem Let's Play. Jetzt kommen noch die Credits. Ich werde meine Wertung und Meinung dazu abgeben. Natürlich erst hier zum Blitzpokal. Ja. Ganz nett, wie der auf der Wolke thront. Ah, das Wolken-Item gibt's gar nicht. Na gut, das gab's bei Mario Kart 7 auch nicht, aber trotzdem. Naja. Und dann kommen wir jetzt auch zur Wertung von dem Spiel. Ich finde, es hat wirklich vieles besser gemacht als Mario Kart 7. Nicht wirklich in der Hinsicht auf die Charaktere. Zumindest nicht bis jetzt. Aber von Hinsicht auf die Strecken. Allgemein ist es ja jetzt wirklich hier Mario Kart in HD. Es sieht einfach genial aus. Strecken sind wunderschön designt. Alles macht einen Sinn. Die Gegner sind, die Comps sind sogar meistens stärker als die Online-Spieler. Das liegt aber daran, weil wenn man vorne ist, die Comps total abgehen. Die Bikes sind zurück. Man hat sie stark verbessert in der Hinsicht, dass sie nicht mehr so overpowered sind wie noch in MKW. Hier sieht man gerade Luigi auf dem Bike. Die Strecken sehen wirklich, ich kann es nur noch mal betonen, wirklich genial aus. Das Wasser, die Feuerwerke, alles ist so detailreich gestaltet. Es macht halt auch wirklich Spaß, das online zu zocken, zumindest für mich, weil ich einfach immer alle abziehe. Die Strecken sind, jetzt fange ich schon wieder mit den Strecken an hier, das ist ja nie. Die Charakterauswahl lässt natürlich ein bisschen zu wünschen übrig, aber es kann ja noch durch den DLC nachgereicht werden. Das ist jetzt aber trotzdem kein Grund, um zu sagen, ja, wir haben jetzt hier nur euch als Basic verarscht. Wir machen das jetzt alles noch plus Geld. Der Battle Mode, den müssen wir noch zocken, aber der ist es nicht wirklich wert, dass man ihn zockt. Also für den gibt's auch nochmal ein bisschen Punktabzug. Es ist entweder auf Faulheit zurückzuführen oder halt auf... Man wollte das Spiel endlich rausbringen und es war halt nicht mehr genug Produktionszeit übrig. Aber für das, was es ist, macht, ist das Spiel wirklich ein genialer Fun-Racer.
die ganzen K-Teile, ich glaube, das sind 52 oder so, aus denen man sich seine persönliche beste Kombi zusammenbasteln kann. Die Musik ist mega episch gestaltet mit dem Live-Orchester. Man hört es jetzt hier auch nochmal. Es macht wirklich so einiges wieder wett. Ich finde es ganz nett, dass die Musik wirklich auch zu jeder Strecke einfach passt. Die passt halt wirklich zu der Strecke, zu der sie gehört. Ach, ich finde dieses Spiel einfach mega schön. Das hat ja auch die Wii U richtig krass gepusht. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 2 Millionen oder waren es? Nee, 2 Millionen schon. Verkäufen weltweit. Und dazu zählen ja, glaube ich, noch nicht mal die eShop-Verkäufe. Also, wie das jetzt so über den eShop verkauft wurde. Die Partikeleffekte sind alle wunderschön. Das Feuer hier auf dem Schnee auch. Das bleibt alles an dem Kart hängen, an den Rädern und so. Ich kann das Spiel halt auch nicht genug loben. Aber ich würde sagen, letztendlich, es gibt halt wirklich kein Spiel, das wirklich perfekt ist. Und ich gebe diesem Spiel eine 9 von 10 Punkten. Das ist ganz gerechtfertigt, meine ich. Ende. So, weiterhin gilt natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch geben oder mich abonnieren und teilt es unter all den unwissenden Leuten, die das alles nicht sehen wollen. Dann wäre ich nämlich total krass happy. Aber egal, jetzt sage ich trotzdem erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt oder vielleicht auch noch Battle Mode Part. Wir werden es sehen. Ciao!